Ich liebe mein Dirndl, aber irgendwas fehlt mir noch. Und deshalb gehe ich jetzt zur Holzbrandmalerei der Familie Port und lasse mich noch so ein bisschen, wie sagt man in Bayern, aufbrezeln. Charlie Port, unser Künstler, ist ganz konzentriert gerade am Arbeiten, aber ich glaube, für ein paar Sekunden können wir ihn schon stören. Charlie, was ist denn dieses Jahr so richtig angesagt? Ja, richtig angesagt sind eigentlich weiterhin unsere Wiesenclubball mit lustigen Sprüchen drauf. Kann sich jeder was einbrennen lassen, was er möchte. Und schreibst du jetzt gerade einen Namen? Jetzt schreibe ich einen Namen, das ist immer der Klassiker. Kann jeder sagen, was er möchte. Natürlich haben wir auch lustige Sprüche, zum Beispiel scharfer Feger. Haben wir hier sowas hier. Scharfer Feger. Oh. Meinen Namen möchte ich unbedingt noch haben. Ja, dann sag mir, dann such dir jetzt mal aus, was möchtest du für ein Motiv haben. Ein Herzchen vielleicht, das ist auch klassisch ein rotes Herz mit dem Namen. Also letztes Jahr habe ich es versucht und dieses Jahr möchte ich es lieber nicht machen, denn es ist so schwer, den Namen reinzugravieren. Ja, es ist nicht so schwer, aber es ist schwer halt, dass das auch wirklich schön ausschaut dann. Wow, wunderschön. Darf ich mal zeigen in die Kamera? Ich glaube, jetzt bin ich komplett ausgestattet. Genau. Die darf ich auch mitnehmen alle? Ja, natürlich, super. Ja. Dann sage ich tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal und Wiesentest auf jeden Fall bestanden.